Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und im heutigen Video werde ich auf jeden Fall den Schuh unboxen und reviewen, den ich hier gerade vor mir habe. Viele sollten es schon am Karton erkennen, aber ist auf jeden Fall meiner Meinung nach wirklich ein geiler Schuh, der auch sehr underrated ist. Also der Schuh kommt tatsächlich auf den Bildern und auch auf Videos generell schlechter rüber, als er in Real Life ist. Also das werdet ihr bestimmt auch nochmal merken, wenn ihr den Schuh irgendwann mal in echt seht. Aber wie gesagt, das soll es auf jeden Fall jetzt mit dem kurzen Intro gewesen sein und wir gucken uns direkt die Box an. Genau, hier haben wir auf jeden Fall jetzt die Box. Ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Box. Also ist es auf jeden Fall ein Jordan 1er. Das erkennt man auf jeden Fall schon direkt. Aber die Box ist auf jeden Fall komplett anders. Also so eine Box hatten wir noch nie bei irgendeinem Jordan. Das ist schon wirklich sehr besonders. Hier, wie man das schon erkennt, ist das alles so, als wenn man das so ausschneiden kann. Gemacht hier auf der Oberseite. Genau, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Dann hier so mit dem Dunkelgrün. Und da haben wir halt noch dieses nice Neon-Orange, was wirklich sehr gut aussieht. Was auch vor allem hier bei diesem ganz, ganz dunklen Lila auch wirklich sehr, sehr gut zum Vorschein kommt. Und sonst ist die Box eigentlich in dem gleichen Colorway gehalten, wie wir es hier oben auf dem Deckel haben. Wie man es hier sieht, überall dieses Neon-Orange Nike-Logo. Genau, dann haben wir hier auf jeden Fall noch das Size-Tag. Ich hoffe, mal ist fokussiert. Hier habe ich auch eine US-12, also eine EU46. Und genau, das war es eigentlich schon mit der Box. Genau, ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass die sich mal was Neues überlegt haben. Also nicht diese 0815 Jordan Box genommen haben, halt mit diesem schwarz-roten. Das ist halt einfach 0815 mittlerweile. Also ich finde das auf jeden Fall nice, dass die sich hier mal was Neues gewagt haben. Und genau, das war es eigentlich schon mit dem Box-Review und wir gucken uns direkt den Schuh an. Genau, dann machen wir den Karton mal auf. Also ich habe den Schuh auf jeden Fall auch noch nicht in echt gesehen. Das ist jetzt auf jeden Fall auch mein erster Einblick von dem Schuh. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal so ein beiges Papier, was wirklich sehr nice aussieht. Ist auch halt anders. Also sonst hat man ja immer dieses Weiße da drin. Aber finde ich auf jeden Fall jetzt gut, dass die das auch geändert haben. Also das ist wirklich vom Packaging direkt anders und kommt auch direkt cooler rüber, finde ich. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall jetzt mal den Schuh an. Okay. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon den Jordan. Also es ist auf jeden Fall der Air Jordan 1 High-Handed Craft. Aber ich hole jetzt erstmal den zweiten raus und dann gucken wir uns den Schuh genauer im Detail nochmal an. Hole ich hier noch den zweiten raus. Genau, hier habe ich jetzt auf jeden Fall den Nike Air Jordan 1 High-Handed Craft. Ist wirklich ein sehr nicer Schuh. Ich habe den Schuh jetzt in der Nike Sneakers App für 160 Euro Retail erworben. Im Resale liegt er jetzt auch nicht so viel höher, 190 Euro maximal, also wirklich maximal 200 Euro. Also man kann schon sagen, es ist ein Brick. Aber ich denke mal, das liegt daran, dass viele einfach noch nicht gecheckt haben, wie krass dieser Schuh eigentlich ist. Also der ist wirklich sehr, sehr krass. Das ist nochmal komplett was anderes, wenn man den jetzt so in echt in der Hand hat. Da der sich wirklich jetzt schon auf den ersten Eindruck wirklich sehr, sehr gut anfühlt. Und genau, dann nehmen wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal hier den Schuh und gucken uns auf jeden Fall mal an, was der Schuh so mit sich bringt. Und das Erste, was mir jetzt so auffällt, ist, dass wir hier vorne so an der Toebox so einen Reflexionsstreifen haben, genauso wie hier. Genau, das reflektiert halt alles, wenn man das mit Licht anstrahlt oder halt zum Beispiel ein Foto macht mit Blitz. Ich blende euch das hier nochmal ein. Genau, das Leder bei dem Schuh ist jetzt nicht so, so nice. Also das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber es ist auf jeden Fall extra so gemacht bei dem Schuh. Er heißt auch Handed Craft. Aber der Stoff, den wir hier auf jeden Fall vorne haben oder auch hier hinten, der fühlt sich wirklich übertrieben hochwertig an. Da gebe ich euch auf jeden Fall meinen Segen. Das fühlt sich wirklich geisteskrank an. Das habe ich noch nie gehabt bei einem Jordan. Dass sich das so, so hochwertig anfühlt und auch die Nähte so on point sind. Aber genau, also Creases kriegt der Schuh auf jeden Fall leicht. Da sollte man auf jeden Fall Schuhspanner und am besten Anti-Creases holen. Aber das sollte gar kein Problem sein. Genau, und wenn wir uns den Schuh von hinten angucken, sehen wir hier auf jeden Fall nochmal dieses Lilane. Dann haben wir hier oben dieses Braune mit so einem raufgestickten Air Jordan Flight Logo, was wirklich sehr, sehr krass kommt. Und genau, dann haben wir das Braune halt hier auch nochmal vorne. Und hier haben wir noch so ein Grün, was auch eigentlich ziemlich nice ist, da das auch mal so eine andere Farbe wieder drin ist und das den Schuh einfach nochmal komplett aufwertet, finde ich, mit diesem Lila hier hinten. Genau, wenn wir uns die Zunge angucken, dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal so ein neon-orangenes Nike-Label, wie wir es auch schon hier auf der Box haben. Und hat auch so orangene Laces. Genau, da haben wir auch noch ein Nike Air geprintet, auch in diesem Orange. Und oha, was mir gerade auffällt, ich glaube, das hat der Armand Manier auch, dass wir halt diesen Rauten, Stepp da drin haben in dem Schuh, also die Innenfütterung. Ist wirklich sehr nice, fühlt sich auch bequem an. Das war es eigentlich schon so grob zu dem Schuh. Dann können wir uns nochmal die Sohle angucken, aber die Sohle ist eigentlich relativ unspektakulär. Das ist halt einfach eine schwarze Sohle. Dann haben wir hier halt auch noch dieses Creamartige, wie wir es eigentlich bei jedem Jordan 1er haben. Genau, wie gesagt, bei dem Schuh sind auf jeden Fall hier pinke Laces dabei, die man dann hier oben durchschnüren kann. Und dann haben wir hier halt auch nochmal weiße bis Cream, eher creamartige Laces. Und da haben wir hier halt nochmal schwarze Laces, die auch schon hier in dem Schuh drin sind. Aber genau, das war es auf jeden Fall jetzt im Großen und Ganzen zu dem Air Jordan 1 High Craft. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall ein geiler Schuh. Kann man sich auf jeden Fall für den Preis, den er jetzt gerade noch wert ist, holen. Also ich bin auch der Meinung, der geht noch so auf 250 maximal.
Also das sollte auf jeden Fall noch drin sein bei dem Jordan, weil ich glaube wirklich, dass viele noch nicht gecheckt haben, wie geil dieser Schuh eigentlich ist. Ich meine, der war ja todeseasy zu kriegen. Ich hatte jetzt auch zwei Ws. Ich habe einen bei Beasten bekommen und jetzt habe ich noch einmal den hier bei Sneakers bekommen. Genau, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, wie Unboxing und Reviews, dann abonniert einfach meinen Kanal und aktiviert die Glocke oder auch Live-Cops oder In-Store-Pickups. Es wird auf jeden Fall alles kommen, vor allem jetzt im Jahr 2022. Da geht es auf jeden Fall ordentlich bergauf. Da probiere ich auch meine Videos nochmal auf eine viel höhere Qualität zu bringen. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und genau, das war es auf jeden Fall mit dem Video zu dem Nike Air Jordan 1 High Croft. Man kann ihn sich auch holen zum Stocken, aber würde ich jetzt nicht so empfehlen, wenn man ihn wirklich rocken will und Bock hat auf einen Schuh mit vielen Details und mit einer guten Qualität, dann kann man auf jeden Fall zu diesem Air Jordan 1 High greifen. So Leute, das war es auf jeden Fall jetzt wirklich mit dem Video. Ich wünsche euch schon mal allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, da das Video jetzt am 31.12.2021 online kommt. Und genau, ich bin auf jeden Fall schon wirklich sehr hyped auf 2022, da ich wirklich vorhabe, in diesem Jahr komplett mich auf meinen Kanal zu konzentrieren und die Videos voranzubringen. Das wird auf jeden Fall wirklich sehr nice. Genau, und jetzt auf jeden Fall schon mal ein kleiner Leak für 2022. Ich blende euch das hier oder da ein. Ich weiß jetzt nicht, welche Ecke es ist, was für ein Video als nächstes kommt. Und genau, da war ich auf jeden Fall wirklich richtig glücklich, wo ich den Schuh bekommen habe. Ihr seht das ja eh hier. Genau, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Festtage, habt die Zeit genossen mit eurer Familie oder mit euren Freunden. Und dann wünsche ich euch nochmal allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und Wiederschauen und Reingauen.